Hallo und herzlich willkommen. Samuel Eckert gibt in seinem letzten Video einen Vorausblick auf die zu erwartenden Todeszahlen in Italien 2020. Wie korrekt ist diese Vorschau und gibt es tatsächlich Evidenz, dass die Influenza- bzw. Meningokokkenimpfung eine Rolle bei der beobachteten Übersterblichkeit im Frühling spielte? Herr Eckert gibt die erwartete Anzahl an Todesfällen mit 695.000 an. Als Quelle dient Eurostat und Our World in Data. Die Kalenderwochen 41 bis 52 bzw. auf einer anderen Folie angegeben 45 bis 52 wurden extrapoliert. Abgesehen davon, dass 2020 53 Kalenderwochen aufweist, stellt sich natürlich die Frage, auf Basis welcher Daten wurden diese Kalenderwochen extrapoliert. Die aktuellen Daten zur Sterblichkeit in Eurostat gehen bis Kalenderwoche 44. Also mussten mindestens die Kalenderwoche 45 bis 53 geschätzt werden. Herr Eckert gibt in der Grafik zu den wöchentlichen Sterbefällen lediglich die Kalenderwochen 1 bis 40 an. Ein Blick auf zum Beispiel das Dashboard der Johns Hopkins hätte genügt, um die Zahl der Covid-19-Todesopfer bis zum Jahresende darzustellen. Es zeigt sich, dass die zweite Welle im Herbst-Winter ca. 40.000 Todesfälle gefordert hat, also ähnlich viele als die erste Welle im Frühling. Die aktuellsten verfügbaren Mortalitätsdaten finden sich auf Euromomo. Hier dargestellt die Auswirkung der zwei Wellen auf die Übersterblichkeit in Italien, laut Euromomo. Bei einer seriösen Abschätzung der Gesamttodesfälle in 2020 hätten diese Daten, vor allen Dingen die Daten der zweiten Welle, zusammen mit den vorher gezeigten zu den Covid-19-Todesfällen der zweiten Welle mit einbezogen werden sollen. Unter Berücksichtigung dieser Kenntnisse ergibt sich eine geschätzte Gesamtmortalität in Italien 2020 von ca. 735.000 bis 755.000 Toten. Das sind ca. 40.000 bis 60.000 Todesfälle mehr als von Herrn Eckert angegeben. Die Übersterblichkeit beträgt ca. 15% zum Vergleichszeitraum 2015 bis 2019. Gibt es Evidenz, dass die Influenza-Schutzimpfung das Risiko an einer schweren Covid-19-Form zu erkranken erhöht? Es gibt eine Studie aus den Jahren 2017-18 hier links dargestellt, welche sich mit dieser Frage beschäftigte. Ob die Influenza-Schutzimpfung das Risiko an anderen viral bedingten respiratorischen Erkrankungen zu erkranken erhöht oder nicht? Hier zeigte sich ein signifikant erhöhtes Risiko von ca. 30 bis 50% für Nicht-SARS-Coronaviren und Metapneumovirus-Erkrankungen. Rechts eine viel diskutierte Studie, welche weiterführende nationale Studien auslöste. Ein Vergleich verschiedener Länder zeigt, dass die Influenza-Impfrate mit der Zahl der Covid-19-Todesfälle grob korreliert. Diese Studie wurde allerdings aufgrund der Schwierigkeit, verschiedene Länder miteinander zu vergleichen, stark kritisiert. Ausgelöst durch die vorher genannten Studien gab es zwei epidemiologische Studien, welche sich konkret mit einem eventuellen Zusammenhang der Influenza-Impfung von schweren Covid-19-Erkrankungen beschäftigte. Beide Studien kamen dabei zum Ergebnis, dass es in Italien eine negative Korrelation gibt. Das heißt, dass sich weniger Todesfälle und weniger schwere Covid-19-Erkrankungen unter den Influenza-Impften fand als in der nicht geimpften Population in Italien. Weitere Studien in Brasilien links und den USA rechts mit mehreren 10.000 Personen kamen zum selben Ergebnis. Eine Influenza-Impfung zeigte entweder einen geringfügigen Schutz oder gar keinen Einfluss auf das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder daran zu sterben. Ein Übersichtsartikel, der hier gezeigt ist, kam zum selben Ergebnis. Eine Influenza-Impfung zeigte entweder einen geringfügigen Schutz oder gar keinen Einfluss auf das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder daran zu sterben. Kann eine Impfung gegen Meningokokken das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung bzw. für den Tod erhöhen? Ein Impfstoff gegen die Meningokokken wird oft in Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen als Placebo eingesetzt. So auch bei der Phase 2 und der Phase 3 Studien des AstraZeneca-Impfstoffes. Hier wurden in zwei Studien insgesamt 20.000 Teilnehmer mit dem Covid-19-Impfstoff behandelt und 20.000 Teilnehmer mit einem Meningokokken-Impfstoff in der Placebo-Gruppe. Von den ca. 20.000 Teilnehmern waren ca. 2.000 Teilnehmer 65 Jahre und älter. Es gibt keinen Hinweis, welcher Art auch immer, dass der Placebo-Arm, der den Meningokokken-Impfstoff erhielt,
eine höhere Inzidenz an Covid-19-Erkrankungen bzw. Todesfälle aufwies als die nicht geimpfte Population. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.